Frau Dr. Ulich, herzlichen Glückwunsch zum Sieger des Jahres. Was zeichnet dieses Projekt aus? Es war ja schon sehr interessant, was die Jury da erzählt hat, was sie alles geleistet haben in den letzten Jahren. Also im Grunde genommen würde ich sagen, die strategische Weitsicht, die Langfristigkeit, mit der wir ein solches Programm angegangen sind und auch die Konsequenz, in der wir das umgesetzt haben. Also wir haben ja begonnen, uns quasi im ERP-Kern zu modernisieren, Komplexität zu reduzieren, zu standardisieren, globale integrierte Plattformen für unsere Geschäftsprozesse und für unsere Business Analytics aufzubauen und das Reporting, basierend auf standardisierten Prozessmodellen und auch Datenmodellen. Und das war eine wichtige Grundlage für, heute würde man die Digital Readiness unseres Unternehmens. Auf diesem gesunden, ich sag mal, geordneten Kern unserer Geschäftsprozesse, unser ERP-Kern, sind wir jetzt dabei oder haben wir digitale Plattformen aufgebaut für Mobility, für Big Data, für Cyber Security, für Business Integration, für Vertical Integration, also IoT-Plattformen, mit denen wir jetzt sozusagen in die Außenwelt gehen können, basierend auf einem geordneten und sicherem ERP-Umfeld. Und diese Langfristigkeit des Denkens von 2011 bis jetzt, das würde ich sagen, ist schon sehr besonders und zeichnet das Programm aus. Noch dazu, dass wir zwischendrin die IT komplett reorganisiert haben zu einem global integrierten, wettbewerbsfähigen internen IT-Dienstleister. Auch mit den Kompetenzen und den Skills, die wir jetzt brauchen für die nächste große Herausforderung, Going Digital, auch in der Chemieindustrie ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch wettbewerbsdifferenzierend. Sie hatten das Thema Skills erwähnt und Sie hatten ja auch in Ihrer Bewerbung erwähnt, dass dieser Digital Mindset sehr wichtig ist. Wie schaffen Sie es, dass die Menschen in diese neue Welt mitzunehmen? Es ist sehr viel Überzeugung und natürlich auch einfach machen. Ja, also wir haben zum Beispiel das Thema Big Data nicht einfach so mal überlegt, sondern gesagt, ich baue jetzt ein digitales Lab auf mit Big Data, mit Mobility, wo Menschen hingehen können und können Digitalisierung erleben und erfahren. Wir präsentieren unsere Projekte, wir zeigen Use Cases, Showcases für Mobility und für Big Data Analytics, einfach Learning by Doing und Überzeugen durch Fakten. Das ist ein Element und das andere natürlich, alle Menschen nehmen sie nicht mit. Sie müssen die finden, die die Treiber dieser Digitalisierung sind und die Spaß daran haben, mit Leidenschaft an die Sache gehen. Und was wir als, oder ich als CIO, das Einzige, was ich machen kann, ist die Plattform dafür bieten, die Leute zu finden und zu motivieren, dass sie ihre Leidenschaft und ihr Können auch ausleben können im Sinne unseres Unternehmens. Und das ist, und natürlich viel kommunizieren über Digitalisierung, speziell nicht auch, was heißt das für unser Chemieunternehmen, was machen andere Unternehmen und wo müssen wir auch ein Stück weit zusehen, dass wir in unserer Wettbewerbsfähigkeit da wirklich auch stabil und erfolgreich bleiben. Vielen Dank.